Ausgebremst von einem Virus. 2 Jahre Corona-Pandemie. Das Schlimmste scheint überstanden. Doch viele, die an Covid erkrankten, kämpfen bis heute. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder zurück so ganz in mein altes Leben kann, nicht wieder in meinen Beruf kann. Das sind so meine Ängste. Man kann sagen, man ist lebendig begraben. So kann man es ausdrücken. Man ist im Schatten seiner selbst. Nach 2 Jahren Pandemie ist Corona Alltag geworden. Aber nicht für alle. IT-Manager Peters hat bereits 2 Reha-Kuren hinter sich. Seine Long-Covid-Symptome blieben. Aktuell erprobt er eine Blutwäschetherapie, die sogenannte Apheresis. Sein Vater fuhr ihn mehrmals ins 500 Kilometer entfernte Mülheim. Allein wäre die Reise für ihn zu anstrengend gewesen. Videotermin mit seiner Ärztin Beate Jäger. Hi Beate, grüß dich. Alles gut, wie geht's? Grüß dich, lieber Christi, ich freue mich, dich zu sehen. Mir geht's gut, danke. Wir sind ein bisschen überrannt von zu vielen Patienten. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut diese Woche. Also nach der letzten Apheresis letzte Woche war ich ein paar Tage ziemlich platt, aber diese Woche seit so Montag rum geht's mir tatsächlich relativ gut. Also ich schaffe relativ viel. Also die Zielmarke ist noch etwas entfernt. Na klar, aber wenn du daran denkst, wie es war, als ich dich kennenlernte, würde ich sagen, dazwischen liegen schon Welten. Und ich freue mich, dich so wieder zu sehen. Und ich denke, unsere nächsten Schritte sollten sein, dein Blut noch mal genauer zu untersuchen. In die Praxis von Dr. Jäger kommen Patienten und Patientinnen aus aller Welt. Die Blutwäsche ist ein medizinisch erprobtes Verfahren. Eine Sitzung dauert 3 Stunden und kostet 1.300 Euro. Einige der Erfolge kann man unter dem Mikroskop sehen. Es sind mehrere Dinge, die man bei der H.E.L.P.-Apheresis entfernt. Aufgefallen ist zunächst mal bei den Long-Covid-Patienten, dass das Blut sehr zähflüssig war. Und wir haben dann den Patienten durch die H.E.L.P.-Apheresis entsprechend viele Blutgerinnungsfaktoren aus dem Blut entfernen können. Und genau hier sehen Sie Blutgerinnsel, hier auch gehäuft. Das ist derselbe Patient am Tag nach der Apheresis. Hier sehen Sie, sind die ganzen Blutgerinnsel verschwunden. Und das ist der Effekt, den wir erzielen möchten, um die Sauerstoffversorgung des Blutes des Patienten zu verbessern. Für Long-Covid ist die Blutwäsche bislang allerdings nicht offiziell als Therapie anerkannt. Die Krankenkassen zahlen nicht. Ich glaube, dass Long-Covid wirklich eines der größten gesundheitspolitischen Probleme der Gegenwart und der Zukunft ist. Ich kann versuchen, Einzelschicksale abzuwenden, aber wir brauchen systematische, evidenzbasierte Untersuchungen. Und das Problem ist der Wettlauf mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass diese Therapie unendlich lange hilft. Immerhin. Nach insgesamt 13 Sitzungen im vergangenen Jahr geht es Peters ein bisschen besser. Doch gesund ist er noch lange nicht. Super, okay. Also, ich danke dir auch. Bis dahin. Bis später, ne? Mach's gut, Beate. Es ist eine völlig verzweifelte Situation, ja. Ich habe wirklich alles ausprobiert, was ich ausprobieren konnte, bis auf ganz wenige Sachen. Aber ich bin jetzt eigentlich am Ende der Fahnenstange angelangt. Also ich habe viel, viel eigenes Geld investiert. Also ich habe es mal überschlagen. Zusammen mit meinen Verdienstverlusten aus der Krankheit etc. bin ich jetzt irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Was vor allem fehlt, ist Anerkennung der Krankheit, von der mittlerweile mehr als 1 Million Menschen betroffen ist. Das Problem, sie ist noch nicht im Körper nachweisbar. Die Sauerstoffüberdrucktherapie. Sie kommt aus der Tauchmedizin und ist wissenschaftlich anerkannt. Der Nutzen für Long-Covid-Patienten soll jetzt in einer Studie untersucht werden. Einige Krankenkassen bezahlen bereits. Kosten bis zu 6.000 Euro insgesamt. Der leitende Oberarzt Oliver Müller vergleicht die Funktionsweise mit einer Sodamaschine für Sprudelwasser.
Das nutzt das physikalische Prinzip, dass sich Gase unter Druck erheblich viel besser lösen in Flüssigkeiten, als sie das ohne diesen Druck tun. Und wir wissen das von dem Soda-Automaten. Je länger man dort auf seinen Knopf drückt, umso mehr Kohlendioxid löst sich im Wasser. Und ganz analog passiert das mit dem Blutplasma und dem Menschen, der in der Druckkammer sitzt. Je höher wir den Therapiedruck wählen, umso größer ist die Menge an Sauerstoff, die sich im Blutplasma auflöst. Tauchgang im Trockenen. Auf 15 Meter Tiefe. Die Patienten atmen dann 3x10 Minuten lang reinen Sauerstoff. Erste Erfolge sind bereits nachgewiesen. Anscheinend können die vielen kleinen Entzündungen, die Long-Covid im Körper verursacht, geheilt werden. Die Sauerstoffüberdrucktherapie kann möglicherweise auch einen Anstoß dazu geben, dass sich die Blutgefäße von ihrer chronischen Entzündungsreaktion wieder erholen können und eine Regeneration stattfindet, die eben dazu führt, dass dort, wo durch Blutung gestört ist und Sauerstoffmangel besteht, zum Beispiel an Nervenzellen, wieder eine bessere Versorgung stattfindet. Vielleicht schon bald ein Stück Hoffnung für viele Betroffene? Endlich ein Medikament, das ihnen ihr altes Leben wieder schenkt. Das wünschen sich Andrea, Christopher und Nadine. Doch bis dahin ist es wohl noch weit. Deutschland hat 6,5 Millionen Euro für die Long-Covid-Forschung bewilligt. Zum Vergleich, in den USA sind es über 1 Milliarde Dollar.